Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da, heute mit den Spoilern zu One Piece Kapitel 971 und ich kann euch sagen, heute geht es heiß her. Der Titel des Kapitels wird lauten, zum Kochen verurteilt. Auf der Coverpage sehen wir Goti, wie er durch die Stadt rennt, um Chiffon zu retten. Oden ist noch immer am Leben. Shinobu erklärte, wieso Oden immer wieder nackt tanzte. Denn Kaido und Orochi versprachen, dass wenn er einmal am Tag nackt tanzte, würde er so 100 Leute retten, welche in Orochis Schloss gefangen waren. Kaido versprach eben auch, dass in 5 Jahren, wenn sein Schiff fertig gebaut ist, er Wano verlassen würde. Kaido und Orochi unterhalten sich über Odens Bestrafung. Bevor er exekutiert wird, fragt Oden Kaido nach einer weiteren Chance, da er jetzt noch nicht sterben könne. Oden macht deshalb einen weiteren Deal aus. Wenn er es schafft, 60 Minuten lang in dem riesigen Topf voll heißem Wasser zu überleben, würden Kaido und Orochi alle anderen, die überlebt haben, gehen lassen. Oden geht also in die heiße Suppe und seine Retainer möchten hinterher, doch Oden lässt sie nicht. Oden hält eine Plattform über seinen Kopf, wo seine Retainer drauf sitzen. King sucht währenddessen nach Toki und setzt die Stadt in Brand. Der Flashback endet noch nicht in diesem Kapitel. Der arme Oden gefoltert bis zum geht nicht mehr. Das sind wohl die bislang krassesten Szenen in One Piece. Was haltet ihr denn von diesen Spoilern? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und bis das Kapitel rauskommt, schaut doch mal bei meinen One Piece Theorien vorbei. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.